Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück bei Reigns und wir wollen sehen, was Georg für ein Schicksal ereilen wird. 699. Ich finde ein schönes Jahr für den sechsten König. Und es wurmt mich doch etwas, dass es uns immer noch nicht gelungen ist, ein Erben zu bekommen. Wie ist eigentlich die Bestenliste? Oh, Balduin der Trump, der hat sich auf Platz 2 vorgeschoben. Nun gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Georg, auf geht's. So, Meister Ferrarius. Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Das kostet vermutlich Geld. Aber die Pest am... Obwohl, wir haben ja hier dieses Ding, dieses Krankenhaus. Ich vertraue mal darauf. Nein. Auf keinem anderen Schiff ist die Krankheit aufgetreten. Wir sind sicher. Hervorragend. Aber behalte das doch nochmal im Auge. Wir führen Krieg gegen zu viele Feinde. Das kostet ein Vermögen. Handeln wir einen Waffenstillstand aus? Ja, bin ich immer dabei. So viele Leute müssen hingerichtet werden. Ich brauche die Hilfe der Armee. Zum Hinrichten? Auf keinen Fall. Wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Pater Quill, na, wenn du eine Schule errichtest, ich weiß nicht so recht, was dabei rumkommt, aber okay. Wir machen mal mit. So. In einem westlichen Dorf hat man Angst vor Kobolden. Wer soll sich um die Sache kümmern? Die Kirche oder Madame Leana? Ich habe irgendwie großes Vertrauen in Madame Leana, deswegen soll sie das tun. Mach mal. Ich bin Schwester Godiva, die Rektorin der neuen Schule. Helft uns, die jungen Seelen zu fördern. Oh, das sieht aus, als wäre es extrem kostspielig. Was heißt denn das überhaupt, die jungen Seelen fördern? Mit solchen Plattitüden kann die uns doch hier nicht abspeisen. Das sind doch allgemein Plätze. Mach mal deine Arbeit, Schwester Godiva. Komm, nee. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Ja, da sind wir sofort dabei. Wieso kostet das Geld? Wie man den Teufel betrügt? Okay. Klar. Madame Leana wirft weiße Würfelknochen. Ich sehe 6 Zahlen. 1043, 683, 1214, 842, 1432 und 1669. Warte mal, Leute, ich nehme mal einen Zettel. Das könnten Jahreszahlen sein, oder? Ich schreibe mir die mal auf. 683 ist ja schon geschehen, das andere nicht. Vielleicht ist es total absurd, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Deswegen aufgeschrieben. Aha. So, naja, gut. Heute ist euer 20. Geburtstag, Majestät. Wir sollten feiern. Oh, 7 Jahre im Amt und der 20. Geburtstag. Ja, na gut. Okay, lasst uns feiern. Allerdings, das kostet Geld. Egal, wir müssen... Oh, verdammt, das war sehr teuer. Der Tropfenfluss ist wieder ausgetrocknet. Wir sollten einen Damm bauen. Nee, ich habe das Geld nicht. Tut mir leid. Die Geburtstagsfeier war so teuer. Puck, Pech. Wie es scheint, gefällt mein Rat euch nicht. Ihr wisst, wer über Menschen und Könige herrscht. ihr bestimmt nicht. Genau, ihr bestimmt nicht, Erzbischof. Auf welcher Straßenseite sollten Kutschen fahren? wieso kostet das Geld? Was soll das denn bitte? Wollen wir den Linksverkehr oder den Rechtsverkehr? Oh Gott, das ist jetzt... Ich finde das jetzt eine der schwierigsten Fragen überhaupt in der Geschichte unseres Reiches. Ich würde sagen, Rechtsverkehr, oder? Ah, ich weiß nicht. Komm, wir machen mal was. Wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir machen mal Linksverkehr. Das bringt Geld. Lasst mich Befestigungen um die Hauptstadt herum errichten. Das ist teuer, aber es lohnt sich. Oh, Leute, 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 wir haben das Geld nicht. Nein! Ob ihr wollt oder nicht, ich brauche euch in der Gruft des heiligen Armand. Es geht um Leben und Tod. Wie bitte? Das könnte vielleicht was hier mit dem, keine Ahnung, mit diesen Sachen zu tun. Aber müssen wir schon wieder hinabsteigen? Nicht schon wieder darunter. Na los. Aber dann, okay. Mögen die Heiligen euch eure Sünden vergeben. Er will uns umbringen. Ihr spürt, dass jemand hinter euch ist. Wache!
Knapp entrinnt ihr der Falle. Der Erzbischof von Portun wird zum Henker gesandt. Oh mein Gott, was ist hier los? Wir haben es aber noch erkannt. Ich bin echt entsetzt. Majestät, die Wölfe fressen unsere Kinder. Dürfen wir sie jagen? Ich werde sie selbst jagen. Die Jagd war ein Erfolg. Heute Abend gibt es ein üppiges Bankett. Ih, Wolfsfleisch? Wollen wir das verteilen oder selber essen? Na los, lasst uns das selber essen. Ja, sehr schön. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät. Ihr solltet den Brotpreis anpassen. Ja, komm, leicht anheben ist okay. In der Schule wird einer ganzen Generation religiöser Unfug eingetrichtert. Gebietet dem Einhalt. Nach diesem erbärmlichen Anschlag glaube ich, er hat recht, aber andererseits, die Kirche hat noch Macht. Aber egal. Ich gebe dir ausnahmsweise mal recht, Meister Ferrarius. Wir müssen das stoppen. Wofür Frex möchte, dass sie ihm folgt. Na los. Klar. Komm, zeig uns wieder einen Pilz. So, rau, gruff. Frex möchte spielen. Hier, hol das. Waff, 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 Frex bringt den Ball zurück. Nochmal. Waff, 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 Frex bringt den Ball zurück. Nochmal. 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 Rex, nochmal. Wir sind echt eine Marionette. Wir müssen tun, was er will. Genug. So, Rex bringt euch zu einem einsamen Wohnwagen auf dem Marktplatz. Na los, den betreten wir. Sag nichts. Ich sehe Pastorius der Seher. Einen König. Ruhmreich und von majestätischer Gelassenheit. Ja, das sind wir. Vor ihm liegt ein Hund, eine Ruine. Ein Hund? Der Seher. Okay, verdorbene Visionen bekommen wir jetzt. Und Georg ist Georg der Seher. Mit roten Augen und einem Grinsen. Da ist er wieder, der Teufel. Oh mein Gott. Macht weiter, wir wollen mehr wissen. Das macht 600 Goldstücke. Verdammt. Wollen wir ihn bezahlen? Findet das die Kirche gut? Wenn wir ihn nicht bezahlen? Doch, irgendwie müssen wir ihn bezahlen. Der Hund ist der Teufel, das wussten wir schon. Aber jetzt haben wir die Bestätigung. Komm, wir bezahlen ihn. Die Baronien des Ostens formieren sich unter dem Banner eines schrecklichen Kriegsherrn. Entsendet die Armee. Wieso Schwester Godiva? Was will die denn? Warum teilt sie uns das mit? Merkwürdig. Nee, ich höre doch hier nicht auf. War das nicht unsere Schuldirektor? Ich weiß nicht mehr. Nein, dir glaube ich nicht. Frauen kann man solchen Sachen nicht glauben. Oh Gott, das Volk findet es ja schrecklich. Eure Festung ist so schwach. Wir sollten einen neuen Turm bauen. Okay, bauen wir einen Turm. Der Osten und der Süden verabreden einen Angriff auf das Königreich. Sollten wir den Westen um Hilfe bitten? Natürlich sollten wir ihn um Hilfe bitten. Wir haben kein Geld mehr. Euer Land ist abgewirtschaftet, Majestät. Alles gehört den Kaufleuten und Adligen. Verdammt. Was? Yes, der Kühne. Oh mein Gott. Das war's, Leute. Man foltert euch und füttert eure Leiche. An die Hunde. Euer Name wird zu einer Beleidigung. 20 Jahre immerhin, Georg der Seher. Interessant, aber wieder kein Erbe, Leute. Puh, wie geht das hier wohl weiter? Er hat zwar diesen Erzbischof überlebt, aber das war's dann auch. Nicht diese Wucherer, Georg der Seher. 699 bis 719. Wir schnuschen nochmal, wer der nächste König ist. Und es ist ein Robert. Und diesmal haben wir keine Aufgaben erfüllt, aber vielleicht eine, die wir noch gar nicht hatten. Ich weiß nicht. Georg der Seher. Wie auch immer, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.